So ein richtiger. Warum fragt ihr nicht direkt, ob sie eine Beziehung führen wollen? Ihr habt Temptation Island VIP definitiv nicht bestanden. Heute wieder drin im Wein. Ich würde euch ja so gern die Aussicht zeigen, aber mir geht's halt heute echt nicht gut. Und deswegen dementsprechend bin ich auch drin und etwas ruhiger. Und die Folge, die wird sowieso alles zerstören. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 7. Ich bin durch den Wind. Von Temptation Island VIP, very Instagrammy, betrügerische People. Heute geht's weiter mit dem Lagerfeuer. Letzte Folge wurde schon angekündigt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Anschauen dieser Folge und los geht's. Heute kommt irgendwas. Scheiße! Alter! Ich wusste es. Sie wusste es. Rebecca weiß natürlich, Lagerfeuer Nummer 2 wird wahrscheinlich der letzte Knall in dieser Beziehung sein. Bereitet euch auf ein Gefühlschaos vor. Für die eine oder andere könnte es sehr emotional werden. Der hat zu 100% da mit einer so eine richtige... So eine richtige heiße Dusche, Orgie, wir wissen es nicht. Aber bei der Wolny geht's auch in den Keller. Ich will das Lagerfeuer nicht. Ich hoffe, ich kriege keine Bilder heute. Und im Gegensatz zu Rebecca Drian, Adrebecca. Für mich war nie die Intention, hier reinzugehen und meinen Partner zu verlieren. Ich bin hier reingegangen, weil ich der Meinung bin, unsere Beziehung ist so stark, dass wir das schaffen. Ich habe keine Beweise, aber bei den Wolnys glaube ich es. Irgendwie kommt das ehrlich rüber. Nicht so wie bei Rebecca und Adrian mit ihrer 7-monatigen Beziehung. Die sind ja offensichtlich nur zum Fremdlümmeln da drin. Wenn sie jetzt hoffen, mal ist verloren. Ja, ist schon alles verloren. Ja. Ne? Ich gehe so irgendwie mit null Erwartungen rein. Weil sobald man nichts erwartet, kann man ja auch nicht enttäuscht werden. Wow, da kann man auch mal klatschen. Zum ersten Mal sagt Adrian was Sinnvolles. Aber ich bin mir sicher, beim Lagerfeuer gleich wird es nicht mehr ganz so viel Sinn ergeben. Ich struggle halt gerade so mit diesem, soll ich auf ihn scheißen und hier einfach mein Ding machen? AKA fremdgehen und einen neuen Typen daten und mit dem dann eine Woche zusammen sein? Oder soll ich einfach mal wieder Rücksicht darauf nehmen, dass ich ihn nicht verletze, aber mich quasi anlüge so? Ja gut, wenn sie diesen Weg nimmt, dann kann sie 2025 mit Adrian bei Prominent getrennt auftanzen. Why not? Sie stellt mich immer als Weichei dar, sie stellt mich immer als Schwächling dar und sie stellt mich auch immer als unmännlichen Mann dar. Das ist ein ekliges Gefühl. Und Adrian macht jetzt zu einem ganz kleinen Prozentteil die Christina von Alex damals, denn er geht auf die Verführerinnen los. Die chillt auch noch mit dem hässlichsten von allen, Alter, das kannst du keinem erzählen. Okay, wäre der Typ also hübsch, wäre es voll okay, dass sie fremd geht? Also ich bin sehr nervös, ich bin aufgeregt, ich habe wirklich Bauchschmerzen. Letzteres habe ich definitiv auch. High five. Yeah, let's go zum brennenden Feuer. Du hast ja auch schon schöne Bilder geliefert, ja? Ja, aber sie kennt mich ja so. Sie weiß ja, dass ich dann null Hintergedanken habe. Für mich war das alles einfach nur Entertainment. Alles Entertainment, Digga. Immer noch ein richtig schlechtes Zeichen, wenn sogar deine Bang Bros dir keinen Glauben schenken und dich mehr als Fremdgeher als einen treuen Typen sehen. Das waren eigentlich nur Partybilder. Und sie weiß, wie ich feier. Wir merken uns, Adrian feiert nur mit Frauenärschen, mit nichts anderem. Und ich muss mal ein bisschen an mich denken und an mein Glücksgefühl. Sein Glücksstangerl. Bing, bing. Der Junge ist so besoffen, also dass er nicht reden kann. Das ist einfach ein Abturner. Er kommt um 6 Uhr nach Hause, hat so eine Fahne. So, die ersten Szenen gibt es eben für Jessica. Und Jermaine plus Wahrheit bedeutet, er ignoriert die Wahrheit. Er schaut weg. Entspannte Bilder, sie fühlt sich wohl, sie hat Spaß. Ich wurde auch massiert. Aber Lola, dafür ist sie da. Sticht noch mal rein. Wieso ist denn das Thema Alkohol? Sie mag generell keinen Alkohol, egal wer Alkohol trinkt. Genau, denn gesoffen wird es nur mit Anstand. Ja, aber die Illusion besteht. Lassen wir sie das Ganze glauben. Wir sind beide Königsklasse, wir sind beide höchstes Niveau, was es gibt. So, sie ist perfekt, ich bin perfekt. Zusammen sind wir noch besser. Zusammen auf dem Niveau Tiefstpunkt namens Temptation Island. Oh Gott, und wo ist es genauso schlimm? Sarah Jane, wir schauen es uns an. Ich das Gefühl habe, dass Tinoch einfach unterdrückt wird. Das
Bullshit. Es wird also nicht nur super hart geschossen auf Sarah Jane. Nein, ihr Typ, ja, wir haben sie gesehen, hat sich auch neu verknallt. Das ist nicht der Mann, den ich kenne. Das ist nicht der Mann, den ich liebe. Sowas würde ich ihm niemals antun. Wie gesagt, ich glaube, sie sind mit einem ehrlichen Gedanken reingekommen, aber als hätte Tinusch eine Erleuchtung erlebt. Jetzt sucht er doch eine neue Frau. Ich zweifle gerade wirklich daran, ob wir als Paar hier rausgehen. Warum fragt er nicht direkt, ob sie eine Beziehung führen wollen? Ach nee, dafür haben wir noch einen viel tieferen Niveau-Tiefstpunkt, nämlich Alex. Wir wissen ja, er hatte zwei Beziehungen gleichzeitig bei Temptation Island. Einmal seine Originalbeziehung und dann die neue Fremdgehbeziehung. Super! Ja, ich möchte halt einfach ihre Bedürfnisse, alles was ihr fehlt, möchte ich halt ernster nehmen. Und diese halt auch umsetzen. Schön, ich bin gespannt, wie die Geschichte noch ausgeht. Jetzt gibt's natürlich bei Akka, Lisa, Jessica und Jermaine nicht super viel zu sehen. Deswegen schauen wir zum Problemfall. Adrian. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist extra so Schaden zuzufügen, obwohl sie weiß, dass ich ein emotionaler Typ bin. Es fühlt sich einfach nicht gut an und ich fühle mich extrem leer. Und wenn er sich jetzt schon leer fühlt, dann wird er gleich ein Fass ohne Boden sein. Meine Leine und mein Hund, der keine Reue zeigen kann, dafür, dass er seinen Schwanz in den anderen Mund reingefahren hat. Und die anderen so, oh, hey. Und Adrian so, ja, kenne ich, da stimmt vielleicht auch, da habe ich ordentlich reingehämmert. Ey. Sie macht sich gerade lächerlich, dass du das beendest, Digga. Was ist das denn für ein Quatsch, Bruder? Ich mach das extra, Bruder. Natürlich. Ja, Mann. Jetzt wird er also richtig nervös. Jetzt fängt er schon an zu zappeln. Er macht genau dasselbe wie sie, aber bei ihr ist es erstmal viel schlimmer. Er ist fertig mit den Nerven. Ey, ich schwör, ich bin so ein richtiger. Ja, bist du. Leider. Ja, hat sich bestätigt. Leider, ja. Hat sich bestätigt. Also RTL hat da etwas gepiepst. Es wurde sicher nicht das Wort Klugscheißerin gepiepst, aber in Verbindung mit der nächsten Szene ist das Ding am Brennen. Es ist vorbei. Sag mal, wie es ist. Ah, vergiss Katja. Niemals. Ja, gut. Das war's. Ist jetzt Ade, tschüss, vorbei, Schluss, Ende. Ja, Lola, du brauchst mir eigentlich keine Fragen mehr zu stellen. Sie hat gerade alle Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Okay, jetzt muss alles mitgeschrieben werden. Jetzt, ab jetzt hat er noch weniger Respekt, als er es je hatte. Ich habe keine Worte dafür. Ich kann nicht mal weinen. Ich bin schockiert. Ich bin komplett Schock. Einfach nur Schock. Und den nächsten Move habe ich dann doch nicht erwartet. Ich bin nicht mit dem Gedanken in diese Folge reingegangen. Am besten ist es wirklich für mich, dass wir das hier alles abbrechen, weil das ist ekelhaft. Das ist asozial, Mann. Und naja, bevor es vorbei ist, schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr so über die beiden denkt. Wer ist schlimmer gewesen, Rebecca oder Adrian? Oder sind sie beide einfach komplett unten durch? Das heißt, für mich ist die Beziehung beendet, für mich ist das Experiment Temptation vorbei. Dabei haben wir noch nicht mal eine heiße Duscheszene oder das Gerammel auf einer Waschmaschine miterlebt. Es ist noch nichts von dem passiert. Du wirst gleich dein finales Lagerfeuer erleben, zusammen mit Rebecca. Also die Bilder waren wirklich absolut ekelhaft, respektlos. Ja, wie gesagt, ich hab's nicht erwartet, aber geil, es ist hier das letzte Eskalationslagerfeuer. Ich bin gespannt, wie sie jetzt aufeinander reagieren, wenn sie ihre schöne Fake-Beziehung beenden müssen, die zwei. Adrian, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wahrscheinlich wurde jetzt erst das Lagerfeuer der Frauen gedreht und dann kommt ja die Verkündung. Rebecca, du bekommst heute keine eigenen Bilder. Vielleicht ist es besser so. Ansichtssache. In ihrem Fall nicht ganz so gut, denn jetzt kann sie Göktuk nicht mehr zu Ende kennenlernen. Sie trennen sich ja jetzt. Für dich ist Temptation Island VIP heute beendet. Nice. Adrian hat abgebrochen. Ach, nein, sie reagiert überhaupt nicht überrascht. So als hätte sie es schon vor Monaten gewusst, dass beim zweiten Lagerfeuer die Trennung kommt. Er war doch selber die ganze Zeit. Ja, das ist genau das, was ich euch sage. Jetzt macht er auf Opfer. Er baut Scheiße und er ist das Opfer. Beide haben Scheiße gebaut, beide waren nicht korrekt zueinander, aber die Zuschauer mussten leiden, weil sie sich dieses Drama geben mussten.
ihr geht zurück in die Villa und Rebecca, du bleibst bei mir. Let's go. Jetzt kommt das erste Aufeinandertreffen. Ja, das war jetzt ein bisschen unspektakulär. Ich habe irgendwie mehr erwartet. Ich habe so einen Abturn auf diese Frau. Ich ekel mich gerade auch. Also ich bin kurz davor zu kotzen, wirklich. Ich verstehe es einfach überhaupt nicht, wieso man so ein Experiment abbricht. Er ist also angeekelt von dem, was sie macht. Er möchte kotzen. Und sie versteht nicht und möchte weitermachen, weil sie nicht checkt, was abgeht. Oh, verzerrte Wahrnehmung. Ist deren bester Freund. Sie hat zu mir gesagt, wir vergessen das Ganze. Echt? Nachdem du deinen Schwanz woanders reingefahren hast, habe ich gesagt, ich? Immer und immer wieder kam dasselbe Thema auf. Sie hat also im Prinzip nur ein Problem mit seiner Vergangenheit. Er aber hat jetzt ein Problem mit ihrer Präsenz. Ich habe mich entblößt vor dir und alles, was du tust, ist einfach nur schlecht zu reden, die ganze Zeit über das Fremdgehen. Ich habe es doch verstanden. Warum hast du das dann weiterlaufen lassen, wenn es dich doch so krass stört? Naja, ich glaube, man hat das Ergebnis jetzt in den letzten 7 Folgen gesehen. Das ist das Ergebnis von Beziehung weiterlaufen lassen, obwohl man unglücklich ist. Und demnächst, da kam man ja auch zu prominent getrennt. Hier ist meine Leine und mein Hund. So ein richtiger Hallo, du hast selber erkannt. Ich war richtig dicht. Das hatten wir bei Temptation Island, glaube ich, wirklich noch nie. Dass eine Frau ihre Absichten, ihre Dinge, die sie getan hat, auf den Vollsuff schiebt. Das haben ja sonst immer nur die dauerbesoffenen Typen gemacht, aber nicht die Ladies. Da warst du auch dicht, ne? Wir haben doch selber gesagt, zusammenschlafen ist No-Go. Dass du das alles so mit Füßen trägst, hast du gesehen, was du da gemacht hast? Und ja, sie sucht einen Ausweg aus dieser Fremdgeh-Geschichte, aber wenn du halt halstief in der Gülle steckst, dann gibt's da keinen Ausweg, da bist du vergraben. Rebecca, was sagst du dazu? Ich verstehe, dass ihn das verletzt hat, dass ich da so rumgetanzt habe, ja. Aber ich habe einfach nur versucht, ein bisschen Stimmung zu machen. Regie, bitte einmal einblenden das Bild vom Stimmung machen, alleine nachts auf der Couch. Bereust du irgendwas? Nein, ich bereue gar nichts. Ich habe alles genauso gemacht, wie ich es im Moment gefühlt habe. Naja, im Endeffekt sind sie beide einmal in der Beziehung fremdgegangen. Er tiefer als sie, aber es ist passiert. Ihr habt Temptation Island VIP definitiv nicht bestanden. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Und manchmal ist es besser, wenn man danach getrennte Wege geht. Oh ja. Definitiv. Naja, geil. Friede, Freude, Eierschaukeln. Dann ist ja jetzt alles geklärt. Die beiden gehen in neue Beziehungen rein, sind glücklich und denken nicht mehr über den ekelhaften Ex nach. Sie versucht also zu heulen, um das Ganze zu verarbeiten. Und Adrian so... okay, nehmen wir mal so hin. Trauerstimmung weit und breit. Und wie geht's jetzt weiter mit der Liebe? Du hast immer einen besseren verdient. Er steht direkt neben Rebecca. Du hast das Beste verdient. Oh, süß. Und Göck ist auch drin im Plan. Rebecca, wenn du das sehen solltest, du bist eine coole Person, du bist eine tolle Frau. Wir werden uns auf jeden Fall in Deutschland sehen. Bis dann. Göck und ich werden uns definitiv wiedersehen. Nice, das hat ganz sicher eine Zukunft in Deutschland. Da bin ich mir zu 100% sicher, dass das klappen wird. Und Adrian, was macht der dauerangstoffene Rammelhase von Temptation Island? Du bist eine geile Drecksau. Wenn ich Single wäre, dann wärst du schon lange fällig. Oh. Ich glaube, das erklärt auch, wieso er abgebrochen hat. Aber gut, jetzt kann er leider nicht mehr weiter saufen und feiern. Jetzt muss er die Damen und Herren verlassen und in sein eigenes einsames Leben zurückkehren. Das war seine letzte Rose. Ah, yeah. Ja, das war die letzte Rose. Schon das Koffer packen. Und ab jetzt gibt's dann nur noch Drama bei Germaine. Ich vermisse schon ein bisschen mein Single-Leben. Und auch Tinosch wird, weiß nicht, wie das enden wird, aber ich glaube nicht gut. Du weißt, wir verstehen uns mega. Ja, Kuss ist gefallen. Das ist nicht mehr normal, Alter. Tja, hat doch niemand behauptet, dass Temptation Island normal und einfach sein wird. In Folge Nummer 8 geht's anscheinend nochmal ordentlich ab. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, könnt ihr sehr gerne meinen Kanal hier oben in der Ecke kostenlos abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Hier oben und unten verlinke ich euch 2 andere Projekte und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao.
Oh, ich glaube, Tinusch und Wolny, das bricht weg.